Oh, hallo zusammen, willkommen zurück. Es geht hier wieder weiter mit dieser 50er-Karte. Von ja, sind keine 50 Spieler mehr da inzwischen. Aber ja, was hat die mit irgendeinem Griechenland aus? Das ist mir gerade so aufgefallen. Länder, Belgien, Chile, Bolivien, die alle seine Hauptstadt decken. Auf jeden Fall, wir sind noch da, Leute. Aber allerdings werden wir bald ein paar. Wir haben nämlich bestimmt für diese drei Gebiete hier aufgeben, aufopfern. Hier weiß ich nicht, ob die auch dazu gehört. Ne, scheinbar nicht. Auf jeden Fall werden wir diese drei Gebiete hier an unseren Kollegen hier abgeben. An unseren Kollegen Nepal, das ist unser Beherrscher. Wir haben ihm angeboten, dass wir ihn unterstützt werden im Spiel. Dafür soll er uns leben lassen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Truppen, wie ihr seht. Haben wir noch 82 Einheiten. Wir haben sogar eine Negakritik. Wir hätten hier wahrscheinlich verloren. Jetzt hier diese Einheit noch zu retten. Die sollen mal darüber gehen. Und wir haben gerade eben hier die Provinz geholt, hier Frotos Junction, der hat die Kassette deaktiviert gerade. Weitere deaktivierte, selber deaktiviert, genau. Ansonsten passt das. Kerntechnisch. Hier haben wir eine Kaserne, die kaputt ist, die kann ich mal deaktivieren. Hier bauen wir tatsächlich noch eine in Camp Rhodes. Und hier die Provinz aufgeben. Der Gegner, der Kollege Ruhig haben hier den Wehramt dazu auf. Genau. Die 12.000 Mann hier ziehen uns hier, werden wir hier rüberziehen. Ja, währenddessen hat uns ja Afghanistan vorher mal den Krieg erklärt. Wie ihr seht, hier Surprise Attack, da hat uns bei Kavallerien hier angegriffen irgendwo. Ich glaube, das war hier. Da haben wir 1.000 Mann verloren. Er hat beide Cavs verloren. War ein paar Einheiten hier hinterher geschickt. Jetzt laufen nochmal 5.000 Mann da rein. Und hier stehen aber irgendwie so um die 30.000 Mann oder noch mehr, vielleicht 32.000 oder so herum. Allerdings kommt die Artie hier von Bhutan demnächst da an und wird sie holen. Ja, jetzt versucht er sich hier natürlich die Provinz hier auch einzusacken. 1 Stunde, 4 Minuten, 14 Minuten. Okay, vergessen. War nicht schnell genug hin. Gut, ich wollte gerne diese Stahlprovinz haben. Warte, die Scheibe mal auch an hier. Please, das ist der Moderator, mit dem wir hier schreiben. Der hat sich der Grinch genannt. Porovinz? Nein, Provinz. Ja. Braucht unbedingt Stahl. Das wäre ganz cool, wenn er es mir jetzt übrig lassen würde und seinen Gewaltmarsch abbrechen würde. Ja, wer weiß, ob er es macht. Schauen wir mal. Ich laufe erstmal weiter. Und kann notfalls immer noch abbrechen und mich zurückziehen. Schauen wir mal, wir haben ja nur 6,5 Stunden, das heißt, wir können kritisch die Festung auch moralisieren oder die Pins auch moralisieren. Ich gehe mal schon mal 5.000 Mann hier rüber. Auch nochmal 2.000. Mal weiter marschieren. Noch ein paar Truppen. Wir haben ja nicht mehr so viel, wenn wir auch noch ein paar Gebiete verlieren. Hier werden 12.000 Mann da sein. Ich schicke 1.000 Mann hier runter. Mit dem Spieler hier im Norden, der hat uns mit auf Wegerecht vereinbart. War ein bisschen strange, weil er ist auf einmal mit so einer großen Armee hier in meiner Spitz oder hier nach unten, weiß ich gar nicht mehr, unterwegs gewesen. Dann hat er sich dann doch zurückgezogen. Und ja, wo man ihm vertrauen kann, ist eine andere Sache. Aber geschrieben hat er nämlich gar nichts. Und jetzt kommt er hier mit 21.000 Mann wieder zurück und solche Geschichten. Also weiß ich nicht, was passiert. Wir sehen aber tatsächlich, dass Persien hier sein zwei Artis hier die ganze draufballert. Der hier verliert People, scheinbar hier keine Artis mehr am Start. Hier der Kollege aus Dänemark. Er lebt aber noch und hat sogar seine Hauptstadt noch. Allerdings greift ihn hier Afghanistan auch schon an. Afghanistan greift hier auch Bolivien an. Also ich weiß nicht, was der hier für eine Actions macht. Ja, mal schauen, ob uns der Moderator hier zurückschreibt. Wäre ganz cool, wenn er uns das lassen würde. Er ist ja riesengroß, hat hier eine Stahlprovinz, hier eine. Hier hat er sogar eine Doppelstahlprovinz. Und ja, so dringend braucht das nicht. Wir bräuchten es tatsächlich ganz dringend, weil wir ja unsere, ja, wir haben kaum Provinzen erstens mal, ja, also nicht viele. Hier werden wir Gott sei Dank keine Stahl- oder Holzprovinz verlieren. Wenn wir mal kurz in die Rangliste schauen, bei uns so viel haben wir ja nicht, ne? Und wir sehen, wir haben zwei Holzprovinzen, eine Stahlprovinz, das war's. Wenn wir diese drei Gebiete verlieren, ist natürlich doof, ja, weil wir dann
weniger stark sein werden, aber ich versuche ja nur zu überleben. Haben wir eigentlich nur eine Ölprovinz? Ne, wir haben zwei Ölprovinzen. Okay, also wenn wir eine abgeben, ist es nicht ganz so katastrophal. Und deswegen ist es nicht schlimm hier die Doppelnahrungprovinz, wenn wir zurückwerfen, was Nahrung betrifft, aber die ist eh schlecht moralisiert. Eine Kohleprovinz und eine Ölprovinz werden wir verlieren. Dadurch werden wir sogar wahrscheinlich mehr Eisenerz generieren, aber wir werden nicht ganz so sehr im Minus sein. Das passt schon. Nicht schlecht moralisiert, die drei Provinzen, die wir haben. Wir sind tatsächlich nur darauf hinaus, hier zu überleben. Die 5000 Mann sollten hier übrigens drauf gehen. Habe ich eine der von 80. Hat eine Hacke von weiterkommen. Fährt jetzt da rein, aber die weiter, die sollen. Bauen uns hier ein bisschen auf. 2000 hier runterschicken. Und hier angreifen soll. Die Artis, die werde ich auch schon schicken. Werden noch 2 Stunden, 2 Stunden dahin brauchen, aber die werden wir hier eventuell brauchen, falls Gott uns angreift. Hier der Imperator Emynster VI. If you hear me, please let me this Iron Province, man. Okay, sorry. Persien greift hier aber übrigens auch schon Afghanistan. Oder was macht der hier? Weiß nicht. Fühlt sich scheinbar ganz confident, dass er sich hier behaupten kann, weil ich glaube. Hat er ja auch Krieg, aber der zieht sich also zurück. Wo sind denn dem seine Artis eigentlich? Die gar nicht. Vorne oder was? Jedenfalls noch Männer hinter ihm. Hat gar keine Artis mehr, der hier und der Dänemark-Kollege auch nicht. Das heißt, der Perser, wenn er es geschickt anstellt, hat er hier mal so eine Verteidigungstruppe vorne. Ich werde da reinschicken. Hier gibt es ja keine Artis, ne? Dann kann er hier schön im Hintergrund ballern, während seine Männer ihn verteidigen. Auch wenn die in beide angreifen würden, würde er riesengroßen Schaden anrichten. Ich glaube, bei Artis machen jetzt so viel Damage, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir haben bereits Tag 5. Natürlich, wir können nichts bauen. Ja, Eisenbahn, nichts. Wir sind froh, dass wir überhaupt irgendwas an Ressourcen da haben. Wir mal, da ist natürlich nichts da. Ich habe keine KIs mehr, oder? Sind die Menschen, die hier Spieler schon KIs geworden? Weil wir natürlich noch 3 Real-Tage brauchen. Am 4. Tag wird sie erst einer, so also an Tag 8 gehen. Hat ja ein Doppel. Ja, schauen wir mal. Bin gespannt, wie es hier sich weiterentwickelt. Der sollte immer auf dem Laufenden halten. Ja, immerhin, also alle Spieler auf dieser Karte überleben tatsächlich auch unser Kollege, der übrigens auf Vincent-Rangliste ist. 24 Spiele, Platz 3 und kann 3. Wo ist denn eigentlich Chile? Seht ihr denn gerade? Ich im Moment nicht, wo ist der hier? Er ist der stärkste Spieler. Geht das wahrscheinlich schon längst? Ich sehe nicht. Red Britain ist hier riesig, aber so viel. Immerhin, ist auch nicht schlecht. Kollege Skipex greift übrigens Bulgarien jetzt. Nicht, dass ich die weiß. Hier hat jeden, der sich hier ordentlich Truppen und wird Bulgarien wahrscheinlich angreifen, der uns aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Wegerecht gegeben hat. Wir hier greift da Schweden weiterhin an. Schweden hat hier nicht mehr so viel. Panzerwagen hier scheinbar ordentlich durchfahren. Hier steht russische hier in Schweden herum. Okay, sehr spannend. Wie gesagt, diese ganze Karte ist. Jeder mit jedem irgendwie hier Bündnisse und Wegerechte und keine Ahnung was. Nicht Angriffspakte. Hab ja auch gesagt. Nicht Angriffspakt über Zeit geschlossen hat. Mit den Bulgaren ist es ein paar Stunden angreifen. Ja, aber Chile nicht. Die ganze Zeit schon gehen und ich bin blind. Ja. Jetzt. Ich weiß nicht, ob wir haben. Er hat hier auf Grenzen. Wahrscheinlich haben sie eben. Wie sie dann bekriegen, wird es natürlich spannend. Ne? Und ansonsten weiterhin gibt es andere Mächte, die jetzt hier die Punkte halten. Eine Macht muss ja 2 von denen 4 Tage lang. Nein. Wird aber wahrscheinlich nur ein paar Tage sich hinauszögern, bis da jemand groß genug ist. Weil so viel Action wie auf der Karte hier ist. Das sein. Übrigens, der Spieler hier, der hat uns ja angreifen wollen, hier der Provinz. Da habe ich mit den Artis drauf geballert und gezogen, indem wir da so viele Männer angesammelt haben. Und jetzt auch gesehen, okay, hier der Kollege Nepal ist hier unterwegs.
Ja, kein Krieg miteinander, den ich auch nicht angegriffen. Jetzt zieht er sich scheinbar zurück und baut immer noch keine Hauptstadt, glaube ich, oder? Jedenfalls keine. Okay. Ihr habt auch versucht, uns anzugreifen, hat er sich zurückgezogen, weil ich gleichzeitig Männer gesammelt habe, ne? Ja, da eben, der wir scheinbar diese Provinz haben hier. Hier ist er nur 6 Minuten bis zur Grenze unterwegs, da wird er länger brauchen, weil das war jetzt. Der Kavallerie ist damit 17 unterwegs. Er ist auf seinem eigenen Gebiet natürlich mit 108 unterwegs. Wenn Eisenbahn wäre, würde er noch schneller hier durchlaufen können. Übrigens sind die Gewehre unter deaktiviert, mal, dass du dir Bescheid weißt. Serbien hat geschrieben. Serbien wollte uns helfen übrigens hier gegen Tibet und haben gesagt, okay, kannst du gern machen. Er wollte über unser Gebiet durchlaufen. Hat er wahrscheinlich auch gesehen, dass hier Nepal hier bei uns unterwegs ist, die Provinz hier wahrscheinlich gleich snacken wird. Kann er gerne machen, kein Problem. Hier ist übrigens die Einheit gespawnt. Wir am aktivieren. Und dann kann er bei Provinzen gleich eins verlassen. Hier. Wo ist denn der hier unterwegs? Will er die Provinz hier auch haben, oder? Okay, gut, das ist eine neue Geschichte. Das wusste ich nicht, dass er haben will. Natürlich doof, weil wir keine. Haben wir noch eine Holzprovinz? Ja, wir haben zwei. Na, Achtung, haben wir die Stahlprovinz. Gehört noch uns. Er wollte vier Provinzen. Aber das sind ja nur die drei hier. Hat sie die einmal aufgemacht. Hier die Aron-Provinz halten. Ja, okay. Das ist natürlich blöd, weil wir kaum Material haben, aber was soll man machen? Wir überleben noch, oder? Leute. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind damit, aber. Ich denke tatsächlich nur an Spaß und das Überleben und dass wir vielleicht noch ein, zwei Tage hier länger Sache hier mit anschauen können. Hier von Pakistan werden wir wahrscheinlich nichts mehr dazu kriegen. Die Stahlprovinz wäre halt hier mega, ne? Die Provinz kann Bhutan-Kollege dann ruhig selber haben. Wenn mir vielleicht Wegerecht geben würde, würde ich mir meine Akis auch noch dahin schicken, um die runterzuballern. Schauen, ich versuch das mit dem Kai auch zu handeln. Wir werden sehen, was passiert und. Sagen wir sie. Nächste Folge. Bis dann. Ciao.